Für mich persönlich als Brandsachverständige macht die Ganzheitlichkeit der Tätigkeit einen großen Reiz aus. Wir gehen zunächst zum Brandort und sichern dort Asservate, nehmen ihn in Augenschein und haben mit der Tatortarbeit zu tun. Dann kommen die Proben hier zu uns ans LKA und wir analysieren sie hier im Labor und vertrete dann mit einem schriftlichen Gutachten oder aktiv vor Gericht meinen Fall persönlich und bringe ihn somit ganzheitlich zum Abschluss. Für mich ist der Arbeitsbereich sehr interessant, weil er einfach sehr breit gefächert ist. Man hat sowohl Referententätigkeit vor der Polizei, man arbeitet mit den Asservaten, man geht natürlich dann auch bei neuen Substanzen auf Spurensuche im kleineren Maßstab und arbeitet auch eng mit den Polizisten vor Ort zusammen. Mit diesem Gaschromatographen zum Beispiel bestimmen wir die Wirkstoffgehalte unserer Betäubungsmittel. Ich habe mein Studium als sehr interessant empfunden. Es war sehr abwechslungsreich mit hohen Anteilen von Praxistätigkeit, allerdings auch relativ hohen Anteilen von theoretischem Wissen und Vorlesungen. Es war sehr zeitintensiv, man hatte ein volles Programm. Es war sehr schulisch, was eine gewisse Disziplin voraussetzt und es war mit vielen Prüfungen und Anforderungen verbunden. Insgesamt habe ich es als sehr spannend empfunden und ich würde es jedem empfehlen, der diese Mühen nicht scheut.